Mit IoBroker lässt sich fast alles steuern, was funkt. Doch die Einrichtung, die schreckt schon ziemlich viele ab. Das sieht alles irgendwie so ein bisschen kompliziert aus. Aber halt, stopp! Das gilt nur so lange, bis man selbst mal Hand angelegt hat. Wie einfach sich IoBroker einrichten lässt und warum sich dann so vieles von selbst erklärt, das gibt's heute in diesem Video. Bevor wir gleich richtig loslegen, ist für mich mal wichtig zu erklären, warum ich denn IoBroker als meine Hausautomatisierungssoftware überhaupt gewählt habe. Denn IoBroker läuft quasi ziemlich autark und ist in dem Sinne nur auf weitere Systeme angewiesen, wenn diese gesteuert werden sollen. Von der WLAN-Glühbirne aus dem Supermarkt über Voll- und Teilsysteme wie Philips Hue, Sprachsteuerung, Funksteckdosen, Sensortechniken und sonstigen smarten Geräten lässt sich alles nach eigenen Wünschen kombinieren und das meist komplett ohne Programmierkenntnisse. Die Installation erfordert zwar ein paar Kommandozeileneingaben, aber diese sind vorgegeben und müssen nur abgetippt werden. Damit wir gleich loslegen können, muss erstmal geklärt sein, was brauchen wir denn überhaupt dafür? Natürlich läuft IoBroker auf einem kleinen Computer wie dem Raspberry Pi. Der ist jetzt auch gerade da in der vierten Generation mit 2 oder sogar 4 GB Arbeitsspeicher und damit absolut ausreichend und wirklich bestens geeignet für das System. Aber auch der Raspberry 3B Plus macht einen wirklich soliden Job. Preis-Leistung ist der ganz weit vorne und ist damit auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn auch der Arbeitsspeicher so ein bisschen das limitierende Manko an der 3er-Version ist, da dieser mit maximal 1 GB nicht allzu hoch ausgestattet ist, für den Anfang aber absolut ausreichend. Ich arbeite bis jetzt immer noch damit, muss aber auch mit zunehmender Installation bald mal zusehen, dass ich ausweiche auf die Nachgeneration oder eben eine andere Lösung. Es gibt wirklich sehr viele Systeme, die man verwenden kann. Ich möchte jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber so zum Beispiel ist da noch Windows oder jener Computer, der mit Proxmox, einer Virtualisierungssoftware, ausgestattet wurde. Proxmox bietet sich zum Beispiel an, wenn man mehrere Projekte plant, um dann die Ressourcen nachher ganz variabel noch verteilen zu können. Wir möchten uns aber mal in diesem Video auf das Wesentliche beschränken und den IoBroker mal auf einem Raspberry Pi 3B Plus installieren. Die Installation variiert je nach verwendetem System leicht. Bei einem Raspberry nimmt man das auf Debian basierende Raspbian. Dieses verwenden wir als Basissystem, um dann darauf IoBroker aufzuspielen. Die Installation gestaltet sich als ziemlich einfach. Image-Datei herunterladen, auf eine Speicherkarte flashen, das geht am einfachsten mit dem Tool Etcher. In den Einstellungen von Etcher nehmen wir aber noch den Haken bei Eject After Success raus, weil wir darauf noch kurz zugreifen wollen, wenn das geflasht wurde. Ein Klick auf Flash und wenn das alles erledigt ist, dann greifen wir über den Explorer auf den Boot-Ordner zu, das Hauptdateisystem bzw. der Hauptordner. Und hier erstellen wir eine weitere Datei, also Rechtsklick, Neu, neues Textdokument und diese nennen wir SSH. Das darf ruhig eine Textdatei bleiben, das ist kein Problem. Diese sorgt jetzt dafür, dass wir gleich Remote-Zugriff auf den Raspberry haben und nicht unbedingt nochmal alles wie Monitor, Tastatur und Maus anschließen zu müssen. Dann brauchen wir nur noch die SD-Karte in den Raspberry zu stecken, ein Netzwerkkabel anzuschließen und Stromversorgung zu gewährleisten. Achtet hier wirklich auf auf gute Qualität vom Netzteil und auch vom Kabel, sonst kann es wirklich zu bösen Spannungseinbußen kommen. Also da wirklich vernünftiges Netzteil verwenden, das auch dafür vorgesehen ist. Wenn der Raspberry dann eingeschaltet ist, leuchtet die rote LED. Das bedeutet, die Stromversorgung liegt an, der Raspberry sollte starten. Und durch die zusätzliche grüne LED, die daneben ist, zeigt, dass der Raspberry auch von der SD-Karte jetzt am Booten ist. Erstmal müssen wir natürlich die Netzwerk-IP-Adresse rausfinden. Das geht am einfachsten, wenn wir in das System von unserem Router schauen, beziehungsweise in die Geräteliste, da finden wir dann den Raspberry wieder mit der netzwerkinternen IP-Adresse. Für den ersten Zugriff auf die Konsole installieren wir auf dem PC das Programm PuTTY. Als Hostname kommt dann die IP-Adresse des Raspberries rein und dann kommen wir auch schon in die Kommandozeile. Hier können wir uns jetzt mit den standardmäßigen Zugangsdaten einloggen. Das ist beim Raspberry einfach nur Pi für den Login und Raspberry für das Passwort, das ändern wir nachher natürlich noch. Aber jetzt sind wir schon mal einen wesentlichen Schritt weiter und können die ersten Vorkehrungen treffen, um IoBroker zu installieren. Ich möchte auch immer ganz gerne auf den Desktop des Raspberries zugreifen können per Windows Remote. Dafür müssen wir 2 Befehle eingeben. Wir müssen erstmal realvnc deinstallieren mit dem Befehl, den ich jetzt hier noch aufschreibe. Unten in der Videobeschreibung ist auch alles nochmal für Copy und Paste zur Verfügung gestellt. Und dann im Anschluss halt mit dem zweiten Befehl xrdp zu installieren. Und so ermöglichen wir den Desktop-Zugriff und brauchen das Programm PuTTY an sich nicht mehr unbedingt, weil ich die Kommandozeile dann eben auf dem Desktop vom Pi öffne.
Nun wieder in der Kommandozeile, jetzt über den Windows Remote, ändern wir erstmal das Passwort für den Benutzer Pi. Dafür führen wir mit einem Leerzeichen an das Kommando passwd. Das Leerzeichen ist daher wichtig, da ansonsten eigentlich jede Tastatureingabe in Klartext in einer Bash-Datei auf der Speicherkarte angelegt wird. Ja, und das ist beim Passwort jetzt nicht gerade förderlich. Das Leerzeichen verhindert dies auf jeden Fall für den aktuellen Befehl. Dann legen wir los und installieren erstmal die wichtigsten Updates, damit das System auch auf dem neuesten Stand ist. Das geht mit dem hier angezeigten Befehl. Der Befehl sudo wird übrigens noch öfter wieder auftauchen. Das heißt übrigens superuserdo und ist quasi mit einer Administratorfunktion von Windows zu vergleichen. Ja, die Updates können je nach Internetverbindung schon ein bisschen dauern. Und wenn das erledigt ist, dann machen wir einen Reboot, wieder einen sudo davor. Und wenn wir dann wieder im System sind, sehen wir jetzt erstmal zu, dass wir die alte Version von Node und Node.js, ja, was für iOBroker benötigt wird, runterschmeißen, damit wir die richtige, aktuelle, korrekte Version auch vernünftig installieren können. Immer daran denken, dass zwischendurch auch mal bestätigt werden muss, also am besten ein Auge drauf werfen. Und wenn wir Node und Node.js entfernt haben, machen wir noch mit dem Befehl sudo apt-getautoremove eine Deinstallation von nicht mehr benötigten Paketen. Die sind auf jeden Fall safe to remove, kann man sagen. Und im Folge wieder einen Reboot. Mit dem Command node-v und node.js-v überprüfen wir jetzt die vorhandene Version von Node. Da sollte jetzt nichts angezeigt werden, weil wir die ja gerade deinstalliert haben. Ja, wenn das zutrifft, installieren wir jetzt Node in der Version 10. Das könnte man jetzt noch auf die 8 ändern, wenn man das möchte, aber die aktuelle empfohlene Version von iOBroker bzw. für iOBroker ist eben die Version 10. Die sollten wir dann auch dementsprechend installieren. Wenn das durch ist, kommt noch der Folgebefehl, der uns auch in der Kommandozeile angezeigt wird. Und im Anschluss, weil es so schön war, nochmal ein Reboot. Sollte aber vielleicht auch schon der letzte gewesen sein. Wieder in der Kommandozeile angekommen, prüfen wir jetzt nochmal die Version von Node. Da sollte jetzt dieselbe Version ausgegeben werden. Und wenn das passt, checken wir noch die Version von npm. Hier ist es wichtig, dass das mindestens Version 6 ist. Sollte die unter Version 6 sein, also 5. irgendwas aus irgendwelchen Gründen, müsst ihr den Befehl nochmal durchführen, den ich jetzt nochmal aufzeige. Ansonsten könnt ihr das so belassen. Und dann sind die größten Vorkehrungen getroffen und wir können in die Installation von iOBroker gehen, was eigentlich nur ein Befehl ist. Ja, und nach Eingabe des Befehls müssen wir nur noch ein bisschen abwarten. Es könnte zu Fehlermeldungen kommen, das muss jetzt aber nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Erstmal Ruhe bewahren und abwarten und dann können wir jetzt gleich den ganzen Befehlszeilenkram zur Seite schieben und über den Webbrowser auf das System iOBroker zugreifen. Also reboote ich an der Stelle nochmal und schließe dann die Remote-Verbindung komplett. Gehe in meinen Browser auf meinem PC und gebe die IP-Adresse des iOBrokers wieder ein, mit der, über die wir auch eben per Remote drauf zugegriffen haben, nur mit der Folge des Ports von 8081. Angekommen in der wunderschönen Oberfläche von iOBroker, werden wir als erstes gebeten, den Lizenzvertrag zu akzeptieren. Auch erscheint der Hinweis, dass kein Info-Adapter installiert ist. Den nehmen wir gleich mit, der zeigt uns nämlich einige nützliche Dinge im iOBroker-Dashboard an. Wenn das gemacht ist, werden wir in die Konfiguration des Discovery-Adapters geworfen. Hier ergänzen wir noch ein paar Dinge wie das Dezimalzeichen und prüfen alles auf Korrektheit. Wenn man möchte, kann man auch einen Standort eintragen. Und nun geht es an die Suche der ersten smarten Geräte und Dienste, die der Discovery-Adapter selbst entdecken kann. Das sind zum Beispiel im WLAN vorhandene Geräte, die der Ping-Adapter um ein Lebenszeichen fragen kann, oder auch Glühbirnen. Anhand der gefundenen Geräte schlägt der Adapter dann weitere Adapter zur Installation vor. Die können wir mit anwählen und gleich mit installieren oder später einfach selbst hinzufügen. Ja, wenn man iOBroker noch so gar nicht kennt, ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, wie ist iOBroker überhaupt aufgebaut. Im Menü links finden wir die drei wichtigsten Tabs für die Bedienung: Adapter, Instanzen und Objekte. Außerdem gibt es oben links über den kleinen Pfeil ein Menü zu sehen, über das wir weitere Tabs anzeigen und ausblenden können. Da aktivieren wir auch direkt mal die Schaltfläche für den eben hinzugefügten Info-Adapter und den Log. Ja, wenn wir auf Adapter klicken, dann werden uns ziemlich viele angezeigt. Das sind nämlich sämtliche, die verfügbar sind für iOBroker. Das sind sozusagen Add-ons oder Plugins für das System, die dazu dienen, dass iOBroker mit den Endgeräten kommunizieren kann oder andere spezielle Aufgaben ausführen kann.
Auch fragt so ein Adapter Datenpunkte ab, beziehungsweise erstellt Datenpunkte aufgrund der ihm vorhandenen Informationen. Da kommen wir aber jetzt gleich zu. Wichtig ist der Adapter für die Skriptausführung, da dieser uns ermöglicht, die vielleicht schon bekannten Baustein-Skript-Blocklist zu erstellen. Über die drei Punkte und den anschließenden Klick auf das Plus-Symbol installieren wir die gewünschten Adapter. Einstellungen brauchen wir hier erstmal nicht mehr vornehmen und damit schließen wir das Fenster. Der Tab Instanzen, in dem wir uns befinden, beinhaltet die bereits installierten Adapter. Hier finden wir jetzt auch die gerade hinzugefügte JavaScript-Instanz wieder. Ein grüner Punkt vorweg bedeutet, dass die Instanz korrekt läuft. Stoppen und aktivieren lassen sich die Instanzen über den entsprechenden Button und in die Konfiguration gelangen wir über den Schraubenschlüssel. Auch neu laden und entfernen können wir die hier. Einige Adapter bieten auch ein extra Web-Interface an, das sich über den entsprechenden Button dafür anzeigen lässt. Die Objekte sind besonders interessant, da sich hier sämtliche Datenpunkte der einzelnen Instanzen tummeln. Am Beispiel der Info-Instanz können wir uns Informationen zum System einholen, also das des Raspberries. Datenpunkte lassen sich auslesen und weiter verarbeiten bzw. auch steuern zum Teil. Was da möglich ist, hängt immer von dem jeweiligen Adapter ab. So lassen sich zum Beispiel in der Hue-Instanz sämtliche Datenpunkte zur Steuerung und Kontrolle der Hue-Glühbirnen finden. Wenn du gerne wissen möchtest, wozu der Hue-Adapter noch so alles in der Lage ist, kannst du dir gerne meinen Adapter-Check dazu ansehen. Die Blocklist lassen sich über den Tab Skripte finden bzw. erstellen. Der Tab Skripte ist übrigens erst seit gerade da, seitdem wir die JavaScript-Instanz hinzugefügt haben. Und die gehört, wie ich finde, zur Grundausstattung von IOBroker. Wenn wir den auswählen, können wir über das Plus-Symbol ein Skript erstellen. Mit Bausteinen kann man jetzt die Datenpunkte, die wir eben unter dem Tab Objekte gefunden haben, abfragen, auslesen und gegebenenfalls steuern. Wie das funktioniert, ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Aber an sich keine allzu komplexe Sache und trotzdem ist das Tool sehr mächtig. Der ein oder andere weiß vielleicht, was jetzt kommt. Ja, den Möglichkeiten sind da wenige Grenzen gesetzt, sage ich immer. Und das war's eigentlich auch schon für die Grundeinrichtung. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt. In der Beschreibung findest du wie immer alles Relevante zum Video. Und wenn du in Zukunft keine Videos von mir verpassen möchtest, kannst du gerne den Abo-Button drücken. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.